und packst mir auch ein Sakura ein und einmal ein Matcha Cheesecake. Alle drei Kuchen bitte. Wie lange sind die haltbar? Oh, Leute, was geht ab, Leute? Ich gebe erstmal einen Bubble Tea und anscheinend krassen Cheesecake. Und mit am Start ist ein alter Kollege, der Dimi. Wir müssen ein bisschen quatschen, ihr wisst. Wir hatten ein großes Gespräch. Und im Gegensatz dazu ist das, was wir mit Dimi haben, Kindergarten. Deswegen chillen, kleines Gespräch. Steve ist auch zurück, deswegen vereinen wir mal die ganze Gruppe wieder. Der hat nur am Wochenende offen und ich muss sagen, überraschend sehr milchig, sehr weiß. Aber schauen wir mal. Boah. High Quality, der ist krass. Das ist, glaube ich, echt ein guter Laden. Nicht so ein random Asiate, der einfach Bubble Tea mal aufmacht und verkauft, weil es gerade im Hype ist. Aber der ist echt krass. Wow. Er könnte neue Nummer 1 sein. Heftig. Kostet da einer nur 10 Euro? 7. Was ist das denn? Apparativ, nun. Apropos, jeder random Asiate macht Bubble Tea jetzt. So. Schauen wir mal. Der soll krass sein. Der ist echt krass. Allgemein die Qualität von dem Laden ist krass. Das ist heftig. Gönnt euch, Leute. So, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Real Talk. Hier müsste Nico Away eigentlich mal vorbeischauen. Das ist eine verlassene Station. Die wird jetzt so ein bisschen hier Kunst, dies, das. Apropos Nico Away, wir sind später bei der Geisterfrau in Ebersberg. Schon crazy Sachen. Das ist der Chickenladen, wo ich gestern hängen geblieben bin. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich woanders hin. Dann habe ich den Laden gesehen. Ich muss jetzt noch mal kurz schauen, wo der genau ist. Ja, guter Talk. Wie gesagt, das war eine Kleinigkeit, vor allem im Vergleich zu dem, was wir jetzt davor durchgemacht haben. War ein guter Talk mit Dimi. Über alles und Verschiedenes, dies, das geredet. Wie gesagt, wir hatten auch kein böses Blut oder so, wir hatten keinen Streit. Man hat sich halt auseinandergelebt und ja, das musste mal wieder mit einem tiefgründigen Gespräch geregelt werden. Also, alles cool. So, ich habe mir gegönnt ein Köfte-Sandwich. Spezialbestellung mit Halloumi. Ich habe so gefragt, weil die haben es irgendwie nicht angeboten, extra Halloumi oder so. Ich habe gefragt, hey, kann ich mein Köfte-Sandwich auch mit extra Halloumi haben? Da hat er kurz überlegt. Da hat er gesagt, ja. Dann hat er irgendwas eingetippt. Und das haben wir jetzt. Oh mein Gott. Das sieht schon krass aus. Das sieht schon saftig aus. Diese gut hier in... wo sind wir hier? Glockenbachviertel. Das ist das LGBTQT. Community-Gegend. Kleiner Funfact, die Ampeln in diesem Stadtteil sind auch Pärchen, die Händchen halten. Also nicht wundern, falls ihr hier in München seid und auf einmal in diese Gegend kommt. Und das ist auch auf Instagram gut vertreten, dachte ich mir, check ich mal ab. Das wollte ich mir, wie gesagt, gestern gönnen. So, nochmal ein guter Ausblick. Hast du schon Angst? Ich war noch nie so aufgeregt. Mein Gott, es geht. Für mich müssen wir auch noch mal eine Begrüßung faken. So, der erste ist da. Hong ist da, der krasse Food-Tester. Wir filmen uns gegenseitig, Mann. Wir haben schon ein schlechtes Zeichen. Wir suchen die Kapelle auf Google Maps, genau. Aber finden sie nicht. Das Aussichtsturm, da wollen wir auch vorbeischauen. Kein Problem, wurde direkt gefunden. Ich gebe Kapelle ein. Hubertus Kapelle heißt sie anscheinend. Es lädt und will nicht laden. Oh mein Gott, Mann. Ich habe Endangst, Mann. Ich zitter so. Keine Panik, also Chong hat schon abgesagt. Also Jungs, ich hab's gerade so bequem, gemütlich, aber es ist nur Ausrede. Er hat nur Angst, Mann. Angst. Was geht ab, Tati? Klar, schau mal die Weg an, den wir gehen müssen, Mann. Das ist endgruselig, Mann. Digga, was für gruselig? Das ist erstmal nur der Aussichtsturm. Hier ist gar nichts gruselig. Es ist dunkel, das war's. Chat, was ist da los, Mann? Ich mach jetzt schon Panik. Aber der ist wenigstens gut beleuchtet. Okay, aber ihr seht gar nichts, Leute. Bei mir ist tot. Was ist das, Mann? Gehen wir da hoch, oder? Wo ist mein Partner, okay? Jeder hat einen Partner. Die Jungs, Mann, immer schön zu zweit an der Hand halten, gell? Oh. Tati, Alter, wie fühlst du dich? Ich hätte eine Endangst, Mann. Ich hab mich gefunden. Ich hab's gut gefunden. Ja, cool. Ja, das ist so easy, Mann. Das ist endlich, Mann.
geile Aussicht hier, oder? Ja, richtig geile Aussicht. Wenn man was sehen würde, ja. Ich sehe schon was. Wir, aber die Kamera nicht. Das menschliche Auge schon. Krass. Ja. Wir haben es drauf geschafft, Leute. Hier chillen ein paar Leute, aber ihr seht halt leider nichts. Ist schon extrem dunkel. Nachtsichtmodus folgt mir jetzt. Oh mein Gott, Leute, Tati hat gesagt, gleich da vorne ist es schon. Gruselige Musik einblenden im Video dann. Für Stimmung könnt ihr es zu Hause einfach so nebenbei laufen lassen. Oh, Verbindung wird schwächer. Ja, hier ist ein Loch, gell? Ja. Chat. Hier ist echt ein Loch gewesen, Mann. Oh mein Gott! Wir sind gleich da! Schrei doch nicht so aus dem Licht so. Aber ich dachte, sie kommt immer zu einer bestimmten Uhrzeit, Mann. Oder ist es egal? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab diesen Bericht gerade angeschaut, Gott sei Dank. Ich hab den angeschaut, ich kann mich nicht mehr erinnern. Hauptsache, es ist dunkel. Da vorne. Ist es das? Ja, Mann, das ist es. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist es! Chat, ihr seid nicht da. Oh mein Gott! Aber wir fahren jetzt doch vorbei, oder? Ja, jetzt fahren wir vorbei nur. Hier kannst du ja nicht stehen bleiben. Oh mein Gott! Ich dachte, das ist abgeschottet. Das ist es. Und jetzt? Oh mein Gott! Was? Ich hab echt was gesehen! Aber nicht! Ich hab echt was gesehen! Aus dem Augenwinkel! Ohne kein Clickbait! Das ist natürlich eine Einbildung, aber oh mein Gott! Jetzt. Aber nicht! Ja! Hau ab, ich hab Angst, Alter. Ich fahr lieber zurück, Mann. Ich hab's echt gesehen. Ich weiß jetzt, was die Leute meinen. Ich muss halt vor Ort sehen, was das ist. Vielleicht war das eine Statue, vielleicht war das irgendwie so am Fenster was. Aber ich hab echt was gesehen, Mann. Oh mein Gott. No fake. Gar nichts, Leute. Ich hab's echt gesehen. Oh mein Gott. Leute, Nico hat auch irgendwas gesehen. Er meint aber, das ist ein Typ, der hat da irgendwie gebetet. Was? Aber um die Zeit dort, das ist noch gruseliger. Dass da einer ist. Da ist jemand, oh mein Gott, da sind Autos, Mann. Ja, da sind zwei. Ach so, okay, dann kein Wunder, dass ich was gesehen habe. Ja. Okay, ich denke mir schon so. Wir sehen uns gleich, ja? Okay. Mein Gott. Du bist so vorbeigefahren und dann nochmal vorbeigefahren. Ja, beim ersten Mal sind wir ja mit Absicht vorbeigefahren. Ach so. Und da habe ich was gesehen. Ja, und da waren so Jungs da. Der Typ war so am Gitter, so. Ja, aber er hat so jemanden am Gitter, Mann. Ja, was soll sonst sein? Ich schwöre, der war so am Gitter. Den habe ich gesehen aus dem Augenwinkel. Ich so, Tati, oh mein Gott, ich habe echt was gesehen. Ey, das krass ist, die Jungs sind jetzt da irgendwie reingefahren, ja, Mann. Ich weiß nicht, was da noch gibt, Mann. Ja, da gibt's einen Weg. Ich habe das gesehen auf dem Handy. Da gibt's einen Weg, der führt irgendwie dahin, oder? Wohin? Ist das nicht die Kapelle? Das ist die Kapelle, aber die haben die Absperrung haben die weggemacht, Mann. Die sind wahrscheinlich irgendwie kiffen oder so gegangen, im Wald halt oder so. Gott, oder saufen. Ich hab grad echt ein bisschen Respekt davor. Also Chat haben wir schon lange verloren. Ja, Mann, hier gibt's gar nichts. Keine Verbindung, kein gar nichts. Jungs, mal schaut euch das mal an. Ja, und wie war das jetzt? Hier ist jemand gestorben, oder was? Ein kleines Mädchen ist gestorben hier, oder wie? Es gibt verschiedene Geschichten. Ich dachte, eine Frau, eine Mutter. Aber die Frau wurde von jemandem anscheinend angefahren. Und es hat dann überlebt und ist dann auch, sag ich mal, auf den Boden gekrochen und alle anderen haben nicht, sag ich mal, ihr geholfen, sondern sind vorbeigefahren. Echt? Fahrerflucht, alle haben Fahrerflucht begangen. Es passieren Unfälle. Und ich habe sogar gelesen, hier sind so viele Unfälle passiert, dass sie irgendwie die Straße umgebaut haben oder so. Und danach ging es dann von den Unfällen wieder. Danach war es dann nicht mehr so schlimm. Und der war hier drin, oder wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott, man kann sogar rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Direkt rein, Mann. Nico, echt, alles für die Klicks hier mittlerweile. Aber mein Gitter geht zu, Mann. Oh mein Gott, Jungs, was macht, wenn ich Angst hatte? Mach das Gitter nicht zu, Mann. Die Frau kommt hier nicht. Ey, komm. Ich respektiere das richtig krass, Mann. Ja, natürlich, alles. Also, Respekt.
Wirklich. Also ich finde schon, so eine unheimliche Stimmung ist schon da, Mann. Ja, klar, ist eine Kapelle mitten im Wald, mitten in der Nacht. Ja, Mann. Mit vielen Geschichten. Hier ist echt so eine Aura. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Abonniert Zico Away, Leute. Yo, ihr seid Chief. So, wir haben es überlebt. Es gab halt diesen kurzen Moment. Die Jungs, die anderen Jungs sind langsam vorbeigefahren. Die haben natürlich erkannt, dass da irgend so ein Typ einfach in der Kapelle war. Tati und ich sind super schnell da vorbeigefahren. Ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen. Auf einmal war da tatsächlich eine Figur. Aber ja, hat sich herausgestellt, dass das andere Typen waren. Relativ lustiger Abend. Und ich muss sagen, das möchte ich noch erwähnen, der Bubble Tea Laden, High Quality, richtig krass. Und der Köfteladen auch richtig krass. Also das sind zwei Top-Läden und mit dem ist alles geklärt. Also alles gut, das war's von uns heute. Die Jungs haben jetzt Bock auf Abenteuer. Vielleicht suchen wir nach irgendeinem Lost Place und gehen dahin. Aber das war's von uns. Ihr wisst Bescheid, immer gerne liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt uns auf Twitch. Leider haben wir da Verbindung verloren, aber war klar, dass es dort kein gutes Netz gibt oder gar kein Netz. Folgt mir auf Instagram, investiert in Bitcoin. Ich habe Dimi auch gesagt, oder er hat gesagt, er wird noch mehr investieren. Ist ein guter Zeitpunkt, wieso nicht? Also meiner Meinung nach. Vielleicht ist es auch kein guter Zeitpunkt. Ihr wisst Bescheid, kein Financial Advice hier. Keine Finanzberatung. Ansonsten, ciao. Abonniert Sneak Away und ciao.